Endlich, ich habe diese Produkte gekauft. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute wir testen endlich neue Kollektion von Catrice. Die habe ich schon so gejagt und das alles, wir werden heute zusammen testen. Ja, Catrice hat Raya Clean ID jetzt weiter verbreitet. Ja, breiter gemacht. Ich habe fast alles gekauft. Eine Highlighter-Palette in Farbe 020 Gold. Natürlich Lidschattenpalette, Nude Lidschattenpalette, Natural Nude. Dann habe ich eine Bronze, also das ist große Bronze, in Farbe 010 Leicht. Ach, wunderschön. Riecht super. Hyaluronic Booster Serum. Mit Hyaluronsäure. Setting Spray gibt es zwei Varianten, mit mattem Finish und mit Glow. Natürlich habe ich mich für Glow entschieden. Wow, also auf diese Produkte, ich war besonders scharf. Catrice hat Enzym Peeling rausgebracht. Pore Perfection Primer und ein Augenbrauengel. Also, wir haben heute viel zu tun. Ich liebe so sehr Neuigkeiten testen. Also wirklich, auf dieses Video, ich habe selber so gewartet. Deswegen, wir werden jetzt Zeit nicht verlieren. Ich wollte euch ein bisschen näher nehmen und dann starten wir zusammen diese Make-up-Look kreieren. Los geht's. Wir fangen mit Primer an. Pore Perfection Primer Vegan für sensible Haut ohne Mikroplastik, Parabenen, Silikonen, 50 ml. Unebenheit und feine Linien werden optisch geglättet, kann allein oder unter dem Make-up getragen werden, Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. Vor dem Gebrauch gut schütteln. Ich teste natürlich heute mit euch das erste Mal. Diese Primer wurde nur auf meine T-Zone auftragen. Es ist leichte beige Unterton, riecht ein bisschen nach Schokolade. Also gefällt mir schon. Leichte, sehr leichte Konsistenz. Also geschlagene Sahne. Doch, ich wurde an einer Seite meines Gesichts ganz Primer auftragen. Ich denke, warum nicht? Fühlt sich auf dem Haut, ob da wirklich drin Silikonen sind. Aber im Inhaltszettel, hier gibt es keine Silikonen. Außer natürliche pflanzliche Wachs, zusätzlich auch Haut beruhigt. Deswegen könnte das auf dem Haut ein bisschen silikonig sich fühlen. Hier gibt es auch Vitamin C, das steht aber ein bisschen unten, aber trotzdem auch dabei. Also bis jetzt gefällt mir. Und ich habe gefühlt, dass durch diese leichte Farbpigmente meine Seite hier ein bisschen ebenmäßig geworden. Also nicht so rotlich wie an dieser Seite. Ich habe jetzt nur Foundation aufgetragen, keine Concealer, keine Puder. Ich wollte erstmal diesen Schritt mit euch besprechen. Erstmal, ich sehe keinen richtigen Unterschied. Das Einzige beim Auftragen an dieser Seite mit Primer lässt Foundation sich leichter, viel sanfter auftragen. Und ich merke, wenn man verwendet Primer, dann braucht man nicht so viel Foundation, ja, weiter Make-up. Weil erstmal auch bei diesem Produkt, durch das er enthält leichte Farbpigmenten, schon wurde von Anfang an ein bisschen meine Rötungen kaschiert. Und deswegen brauche ich nicht so dicke Deckkraft auf meiner Haut. Irgendwie, nein. Nee, ich sehe doch keinen richtigen Unterschied. Okay, tragen wir Puder jetzt an. Weiter, Bronze. Übrigens, schaut ihr, ja. Wie groß diese Bronze ist mit einem großen Spiegel. Also mir gefällt dieses Muster, sieht so schön aus und riecht auch sehr schön. Cremig, vanillig, gibt es in zwei verschiedenen Nummern, 010 und ich denke 020, Medium oder so. Bei uns war 010, nur diese Farbnuancen und ohne Mikroplastik, Parabenen, Silikonen, Parfüme und Mineralienöle, nichts. 18 Gramm wurden in Polen gemacht, also die wurden alle in Polen gemacht. Primer in Italien. Spray Italien. Hyaluron Acid. Ich habe vergessen, Hyaluron Acid auftragen. Nein. Wisst ihr was? Ich denke, wir machen dann getrennte Video über diese beiden Produkte. Peeling Enzym Powder und dann Hyaluronic Booster Serum. Ja, also diese beiden Produkte mache ich für euch. Update Video getrennt. Übrigens auch wurde in Italien hergestellt, Augengel und das ist auch, wurde in Italien fertig gemacht. Na gut, Bronze, ah, okay, ich fange immer hier, ah, egal wo ich fange an. Es wirklich wirkt sehr leicht und einfach zu verblenden. Also man könnte wirklich das sehr gut aufbauen. Farbe passt mir perfekt und lässt sich sehr gut
verteilen. Man könnte natürlich diese Bronzer auch als Contouring verwenden, aber wenn man braucht, mehr seine Wange skulpturieren, kann man so sagen. Dann besser nehmen, aber mit doch mehr kalte Unterton. Also das sieht so natürlich aus, ob ich im Urlaub war, wie von wirklich Sonne gekusst, natürlich hier mit gelbem Unterton. Also die Farbe gefällt mir wirklich sehr gut. Einzige, wenn ihr habt ein bisschen dunkler Farbton, ja, dann es wird für euch zu leicht. Online, ich denke, man könnte diese zweite Medium-Farbton bestellen. Von Catrice gibt es keine neue Blush, deswegen ich würde jetzt Highlight auftragen. Ich habe für mich 020 Gold ausgesucht. Gibt es noch zweite Variante 010 Rosé? Rose war irgendwie zu silbern. Also das war für mich ein bisschen zu doll und alle Farbnuancen waren sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, wie das würde auf dem Haut wirken, aber wenigstens auf dem Finger, als ich getestet war, die war wirklich sehr ähnlich. Deswegen habe ich mich doch für 020 entschieden. Hier gibt es auch mit silberner Unterton, aber mit goldene, also das letzte auf diesem Finger, das ist jetzt, seht ihr, mit silberne, in silberne Richtung und diese beide mehr Champagner Gold. Also okay, Champagner. Swatchen wir erstmal auf dem Hand. Das ist jetzt zweite mehr goldig, das ist mehr silberne. Gebackene Puder Highlighter mit Mineralien. Ich nehme diese feine, fluffige Pinsel, das ist von BH Cosmetics. Und ich denke, ich fange mit ganz heller Farbnuancen, radiant leicht. Ich schichte die alle, damit wir ja, ein bisschen sehen könnten, die Farbe. Also. Es ist nicht so sofort boom, dieser Effekt. Es ist wirklich sehr leichter Effekt. Wow, das gefällt mir. Keine große Glitterpartie. Genau das, ich denke, was viele mögen. Und hier ist übrigens auch eine große Spiegel. Insgesamt dieser Design gefällt mir. Kann man wirklich aufbauen und dann Intensivität selber für sich entscheiden. Aber ihr seht, Highlight ist da. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Farblich passt mir perfekt. Also das ist schon genau meine Farbe. Okay, dann als zweite an die andere Seite. Erstmal, ich würde Sunny Day auftragen. Also man könnte wirklich ganz gut in diese Highlighter reingehen, weil ihr habt gesehen, es ist wirklich sehr feine Pigmentierung. Seht ihr auch? Also das ist schon mehr wirklich goldig gegen diese Seite. Und passt meine Hautfarbe und erstmal ja, garmoniert super gut mit meiner Bronze zusammen, super gut. Also ihr wolltet bestimmt wissen, wo ist der Unterschied zwischen gebackener und pudriger Textur. Das ist auch gebackene, die wurden wirklich gebacken und dadurch wirken auf dem Haut nicht so pudrig, mehr fein und mehr natürlich. Ehrlich gesagt, mir gefällt beide Seiten. Wir haben jetzt die dritte, das letzte, was ich wollte testen. Jetzt probiere ich doch mit meiner Dua Fibra Pinsel, Lachai. Sparking Sand. Mit diesem Pinsel man könnte noch feiner auftragen. Ich würde hier ja, auftragen, weil hier ist hell und vielleicht das wird am besten dann mal einen Unterschied sehen. Aber extra habe ich gestern Pinsel alle gewaschen, damit man Farbe nicht verfälscht. Ich wollte ganz genau Farbe euch zeigen. Das sieht auch super aus. Ich habe meine Augenbrauen schon vorbereitet. Ich habe Form gemacht, dieses Mal auch mit Puder von Anastasia Beverly Hills, meine alle Lieblings, ehrlich gesagt. Ich wollte jetzt endlich Gel auftragen und aus ganze vier Farben, ich habe für mich transparente ausgesucht. Dieses Mal keine farbliche Gel, weil aus der letzten verschiedenen Kollektion aus Drogerie ich habe nur mit Farbe gekauft. Dieses Mal hat mich nur transparent interessiert. Vegan, ohne Silikonen, ohne Parfüme, ohne Mineralien, Öle, hat eine kleine Bürste, was mir auch sehr gefällt. Damit ist einfach immer arbeiten. Hat natürlich Farbe schon mitgenommen und deswegen ich habe diese hier Löcher bekommen. Aber das ist kein Problem, das würde ich jetzt wieder mit Puder nachfüllen. Meine Augenbrauen wurde ein bisschen fixiert, aber nicht betoniert. Ja, ich denke, man sieht doch, dass es mehr definiert wurde, meine Härchen. Okay, ich würde jetzt
Korrektur machen. Weil also ich denke, es ist okay. Also das sieht mehr wild aus. Man sieht hier mehr pudrig und hier mehr wild. Was mir auch gefällt bei diesem Gel, dass er nimmt auf der Bürste, ja, okay, jetzt sieht das, seht ihr das? Nicht so viel Produkt an die Bürste selber und es fühlt sich nicht beim auch ersten Auftragen zu nass oder zu viel Produkt, dass man nicht auf dem Haut nachher beim Härchen bürsten würde, das verschmiert. Jetzt ist natürlich nach dem Korrektur Augenbrauen ein bisschen noch breiter geworden, aber nichtsdestotrotz, ich finde, die sehen okay aus. Ja. So bei der Seite. Ich denke, es ist okay. Ja, was sagt ihr dazu? Übrigens, diese Augenbrauen bei mir ist, nee, diese, so beweglich, wenn ich beide Augenbrauen nach oben ziehe, dann seht ihr Unterschied. Okay, okay. Ich habe schon Rouge aufgetragen, weil jetzt ich wollte Setting Spray probieren. Gibt es zwei verschiedene Varianten, eine mehr für ölige Haut mit mattem Finish und andere, was ich für mich ausgesucht habe, dieses Mal, ich will keine Matte, ich will Glow. Und deswegen Glow Primer Fix Spray, also man könnte unter dem Foundation, man könnte natürlich drüber auf dem Foundation und Puder auftragen, mit einem Rosenextrakt. Es ist so dezent, was hat mir richtig gut gefallen, ohne Silikonen und ohne Mineralienöle. Bestimmt muss man am besten, bevor man benutzt, das alles zusammen, ja, schütteln. Wahnsinn fein. Ich würde so machen und stopp, um zu genießen. Sehr fein. Ah, das sieht gut aus. Also. Das mischt jetzt die alle Texturen, diese cremige mit Puder zusammen und sieht das jetzt einzelne, ja? Also, ich weiß nicht, ob ihr das könnten sehen, aber mir gefällt jetzt mein Hautbild. Wisst ihr, was hier drinnen? Am ersten Stelle natürlich Wasser, dann Glycerin, dann Rosa Damaskus. Oh, das ist so gut. Pflauenextrakt. Dieses Produkt ohne Parfüme und das sind natürliche, pflanzliche, blumige Extrakte. Hier gibt es Hyaluronsäure, Lactic Acid, das ist Milchsäure, hilft um pH-Wert unserer Haut mehr stabilisieren. Was ist das? Das weiß ich nicht. Und dann Sodiumbenzate. Also Inhaltsstoffen gefallen mir richtig gut. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol. Ebenmäßige, leichte, wirklich dezente Glow. Haut sieht gesund aus. Also, und jetzt, ich bin bereit für Augen-Make-up. Und ja, dafür gibt es Mineralien Eyeshadow Palette Vegan, Natural Rose, No, Mikroplastik, Silikonen, Parfüme und Mineralienöle. Insgesamt hier gibt es 12 Gramm Produkten. Das ist eine richtig nude Lidschattenpalette, mir geht's nicht nude. Hier sind 12 Farbnuancen, gibt es keine matte Farbe, alle mit Schimmer, aber einige sind wirklich sehr dezent zurückhaltend und andere haben mehr intensive Schimmer. Ich habe natürlich schon alle ein bisschen durchgeswatcht, obwohl ich habe immer noch nicht geschafft, eine Make-up für mich probieren. Ja, es wird wieder First Impression. Jede Palette übrigens wurde eingeschweißt. Vegan, hochpigmentierte und super weiche Lidschatten, das wirklich, die sind so weich, mit Mineralien, die von eleganten, matten bis hin zu glamouröse, schimmernde Nuancen reichen. Jede Farbe hat seinen Namen. Ich wollte für euch eine Smoky Eye, Nude Smoky Eye kreieren. Also diese Palette hat mich richtig angesprochen. Ich war so bereit, um sie zu testen für euch. Und ich fange mit Spring, mit einem fluffigen Pinsel. Ich setze diese Farbe in meine Augenfalte. Ich habe schon Concealer da und Puder aufgetragen als eine Base. Obwohl Spring hat eine sehr leichte, dezente Schimmer, trotzdem, man könnte benutzen das im Augenfalten, weil das ist wirklich so eine feine Schimmer. Man sieht das nicht, das ist wirklich mehr matt als Schimmer. Super, also Farbabgabe ist wunderschön. Es ist wirklich
leicht, aber trotzdem, man sieht die Farbe und lässt sich sehr gut verblenden. Nächster sauberer Pinsel, auch fluffige. Ich hole jetzt Farbe pure. Weiter zum Richtung meiner Augenbrauen auftragen, um diesen Übergang noch ein bisschen feiner verblenden. Es wirklich wirkt erstmal matt aus. Wow, diese Farbkombination, also zusammen, das sieht wirklich super aus. Es passt zusammen perfekt. Ich gehe jetzt mit einem flachen Pinsel in Farbe Wooden, auch mit leichtem Schimmer, und setze ihn in meine Außenwinkel. Ich gehe immer ein bisschen höher auf meine Augenknochen durch meine Schlupflider, das ist für mich ganz wichtig. Auch gerade schauen beim diese Farbe aufzutragen, damit ich sehe, dass beim, wenn ich meine Augen öffne, man sieht auch die Farbe, ja, das, was ich da schon gemacht habe. Mit gleichem diesem Pinsel gehe ich eben Wooden und weiter auf meine untere Wimpelkranz auftragen, bis hier. Farbe Graceful, ich wollte jetzt mit meinem Finger auftragen, weil das ist schon hat ein mehr intensive Schimmer. Gehe ich hier nochmal auf die Grenze von Wooden Farbe. Farbig passt einfach nur super. Nochmal mit Finger, ich gehe in Farbe Bouquet, es ist goldene Farbe mit intensiver Schimmer, glamouröse. Trage ich weiter jetzt mehr an die Mitte meine Augenlid und bewege mich in Richtung meiner inneren Winkel. Also die Lidschatten sind wirklich unglaublich zart, seidig. Farbe Honey, ich würde versuchen mit dem Pinsel auftragen. Hier weiter in meine innere Winkel, das auch mit Pinsel. Unglaubliche tolle Farbabgabe, wow Catrice, also das ist wirklich einfach auch mit dem Pinsel arbeiten. Farbe Blossom, ich trage mit einem Stiftpinsel auf meine untere Wimpern. Also ich gehe weiter nach vorne. Ganz helle Farbton Sparkle. Und ihr seht, mache ich das auch mit dem Pinsel. Und Farbabgabe ist einfach nur perfekt. Es ist wirklich nicht zu merken. Mit einem flachen Pinsel, ich wollte jetzt endlich verblenden anfangen. Also erstmal fange ich mit dieser Farbe an, von Außenwinkel. Auf dem Pinsel gibt es keine weitere Farbe. Einfach nur verblende, so sauber. Verblende bis zu meiner inneren Winkel. Und unten, ja, mache ich das auch automatisch. Bis jetzt ist überhaupt nichts runtergefallen. Alles ist wirklich sauber. An dieser Seite beim Verblendung, ich habe ein bisschen Intensivität verloren, deswegen ich gehe wieder mit diesem gleichen Pinsel in Farbe Wooden. Wie gesagt, lasse ich das ein bisschen nochmal nachbauen und dann automatisch verblende in Richtung meiner inneren Winkel. Ich denke, ich sitze jetzt vor der Kamera, nachdem ich habe Setting Spray aufgetragen, eine Stunde, und ich merke ja, dass meine Haut wird noch mehr Glow bekommen. Also für meine Mischhaut, selber für meine Mischhaut, ich finde, es ist nicht schlimm. Dann würde ich natürlich mit Ölkontrollpapier von Essence drüber nochmal gehen und ja, vielleicht der Sonne ganz leicht absetzen. Aber trotzdem, mir gefällt dieser gesunde Glow. Ich brauche jetzt Pinsel zu verblenden. Ich wollte unter meine Augenbrauen Highlighter auftragen. Aus dieser Palette, ich wollte ehrlich gesagt keine Highlighter benutzen, weil hier, ich finde, keine passende dafür Farbe. Ich gehe in Farbe Radiant Gland, oder? Nein, ich gehe in Farbe Sunny Day. Damit, ich wollte nicht nur Highlight auftragen, damit ich wurde automatisch Übergang zwischen anderen meine Lidschatten noch mehr sanft und noch mehr akkurat verblenden. Also das sieht wirklich mehr natürlich aus, aber vielleicht doch ein bisschen für mich zu gelbig. Okay, ich nehme doch Radiant Leicht, also das ist der hellste Farbe aus dieser Palette. Das gefällt mir mehr. So, jetzt habe ich zwei verschiedene. Okay, würde ich nachbauen, ein bisschen ja, so ähnlich machen, damit an beider Seite das ähnlich aussieht. Dann würde ich mit ganz schmalem Pinsel, übrigens dieses Pinsel, es ist meine absolute neue Must-Have. Das ist von Marke Refa, japanische Marke. Man könnte nur online bestellen. So einfach, präzise arbeiten. Ich wollte radiant leichte Highlighter. So, man sieht nichts. Ja, nochmal zu mehr so boom in meine innere Winkel auftragen, weil das ist mehr kalter Unterton und ich finde, das sieht noch mehr schön aus.
Ich habe schon angefangen, Mascara auftragen und dann habe ich gedacht, nee, stopp, etwas fehlt mir. Und wisst ihr was? Ich wollte doch mit dem Pinsel für Augenbrauen, weil das ist sehr schmal, präzise, an meine Wimpelkranz vielleicht nochmal wuchern. Und jetzt natürlich mit diesem Pinsel, wenn ich auftrage, dann fällt Lidschatten runter, das sehe ich schon. Deswegen muss man versuchen, mehr so eintopfen. Lidstrich kann man so sagen, aber das ist nicht ganz Lidstrich. Aber dadurch Wimpern auch wirken mehr dichter. Und dann könnte ich hier ein bisschen an die Seite noch wie eine Lidstrich, ja, nach oben machen. Also das hängt doch von Pinsel ab. Ihr seht, das ist jetzt schon alles runtergefallen. Okay, ich nehme Dua Fibra Pinsel, weil damit ist wirklich wunderbar alles wegzukriegen. Ganz kleiner Tipp für mich entdeckt habe, wenn Lidschatten runterfällt, wenn man benutzt dafür eine mehr dichte Pinsel, also der wurde dicht verbunden, er nimmt nicht weg, er verblendet es auf dem Haut und dann sieht das wirklich dreckig aus. Wenn man verwendet eine solche Pinsel, der wurde so geschnitten, dass unten Haare sind kurz und dann oben sie sind mehr lang, also das heißt Dua Fibra Pinsel, nimmt wirklich sehr sanft pudrige Textur weg. Also damit ist wirklich, funktioniert viel besser, diese Reste aus dem Gesicht wegzunehmen. Und das ist jetzt meine fertige Nude Make-up Look. Was sagt ihr dazu zu meiner Nude Smoky Eye? Ich bin persönlich mit allem sehr zufrieden bis jetzt, aber trotzdem wollte ich mit euch über jedem Produkt noch ein bisschen detailliert sprechen, aber ganz kurz. Aber erstmal, was ich hinter Kamera benutzt habe, von Maybelline Sky High Mascara auf meine Lippen von Catrice Lippen Gloss, aber Matte Pro Ink in Nummer 04. Ich finde, diese Farbe erfrischt diesen Make-up-Look sehr gut. Dann auf meine Wasserlinie erstmal, ich habe von Essence Inner Eye Brightening Pen aufgetragen. Super passt, macht Augen mehr offen, frisch, also wirklich perfekt. Aber ich wollte etwas doch mehr Akzent auf meine Augen machen. Deswegen habe ich drüber dann von MAC Coffee Eyeliner aufgetragen. Muss nicht von MAC sein, gibt es heutzutage viele andere. Nur einfach diese braune Farbe auf meiner Wasserlinie, unten übrigens und oben. Und als Rouge habe ich heute, nicht als Rouge, also ich habe Rouge wirklich benutzt, von Market Weisse. Aus dieser Palette, die habe ich mir selber zusammengestellt und die Farbe heißt Lady mit leichtem Schimmer. Ich mag diese Farbe und überhaupt diese Palette. Dann jetzt ein bisschen mehr detailliert über die Produkte selber. Fangen wir mit dem Primer an. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also es hat sich wirklich an dieser Seite nichts Besonderes besser gemacht. Meine Poren hier sehen gleich aus wie an dieser Seite. Poren nicht kleiner geworden und Glow zusätzlich durch diese Primer habe ich auch nicht bekommen. Einziger Plus, dass bei ihm Foundation lässt sich besser verteilen, aber nichts mehr. Also ich weiß, dass diese Produkte ich würde weiter nicht benutzen. Augenbrauen Gel. Es ist okay, ich finde, für dieses Preis und für Drogerie, aber es ist nicht so, dass ich würde sagen, wow, wow, wow. Es ist okay. Dann Setting Spray, also das hat mir wirklich so gut gefallen. Ohne Alkohol, ohne Parfüme und mit dieser Damaskus-Rose, die ist zusätzlich wirkt wie eine Beruhigung. Dieses Produkt gefällt mir wirklich sehr gut, würde ich weiterverwenden. Bronze gefällt mir richtig gut. Mir gefällt, oh, die Farbe ist super und lässt sich super verteilen. Passt meine Hautfarbe super und riecht so gut und leicht zu verblenden. Ich bin total zufrieden. Highlighter, auch bin sehr begeistert. Übrigens, wenn ihr habt schon etwas davon gekauft, habe, schreibt mir bitte in den Kommentar, was hat euch auch Besonderes gefallen und welche Farbe von Highlighter Paletten habt ihr für sich ausgesucht. Lidschattenpalette, wow, also wenn ihr sucht nach etwas Nudes für jeden Tag, wenn ihr wolltet eine Palette haben, aber mit verschiedenen Nude-Nuancen. Ich würde euch diese Palette wirklich sehr empfehlen, wenn ihr natürlich sowas nicht habt. Mit dieser Palette wurde zufrieden jeder, egal wie alt ist. Obwohl Farbe sind alle mit Schimmer, trotzdem Formulierung wurde von vielen so gemacht, dass diese Schimmer sind sowas dezent, man sieht die überhaupt fast nicht. Und ich wollte für euch noch ein extra Video nur mit dieser Lidschattenpalette machen. Ich wollte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht für andere
Augen-Make-up-Look und zeigen euch andere Varianten. Ich habe versprochen, ein bisschen Swatches machen. Oh, dieses Wort ein bisschen bei mir wie Wort Parasit. Ich zeige euch ein paar Swatches. Wie ihr seht, Pigmentierung ist wirklich sehr gut. Farbabgabe ist sehr gut. Selber ganz dezente Farbe könnte man hier auch ein bisschen sehen. Das war erstmal intensive Seite von Lidschattenpalette. Jetzt ich würde euch die andere Seite zeigen. Aber ich wollte euch zeigen, dass ich habe mit feuchtem Tuch die Farbe alle weggemacht. Natürlich, meine Haut ist ein bisschen feucht und deswegen Pigmentierung wird und Farbabgabe noch besser. Ich weiß, dass auf dem Lid es wird ein bisschen anders, aber wenn ihr wolltet wirklich Pigmentierung bessere erreichen, dann könnt ihr Concealer, der wurde für euch funktioniert als eine Base für Lidschatten, nicht mit Puder absetzen. Dann wird, ich denke, das gleiche Effekt. Wow, das ist wirklich eine Satin-Finish. Also das ist wirklich sehr leichter, dezenter Finish, super zum Verblenden. Dann, das ist wirklich sehr hell, man sieht fast nicht. Seht ihr diese zweite? Auch super zum Verblenden. Das sieht sehr gut aus. Auch diese goldene Rosé, Rot-Rosé-Farbe. Ja, hier. Und noch eine Farbe. Also das ist jetzt mehr kalte Gold und das ist jetzt mehr rote Gold. Also ich wollte euch sagen, mit dieser Palette hat wirklich mehr Spaß gemacht, diese Make-up-Look kreieren, obwohl das ist wirklich nude, ja. Aber trotzdem, arbeiten damit war sehr einfach. Insgesamt mit jeder Palette aus dieser Serie, ich habe wirklich genossen, um meine Make-up-Look kreieren. Und wie gesagt, über diese beiden Pflegeprodukte, ich wollte dann für euch extra Video machen, da testen wir das zusammen wieder vor der Kamera. Na gut, schreibt mir bitte in den Kommentar, was hat euch meistens angesprochen, was würdet ihr auch selber gerne probieren, ob ihr mit meinem auch Make-up-Look zufrieden seid, also komische Frage, na gut, aber ja, schreibt mir auch in den Kommentar, ob ihr auch Interesse habt, dass ich mit dieser Lidschattenpalette für euch andere Smoky Eye Nude kreiere. Ja, freue ich mich auf eure Kommentar, auf eure Daumen nach oben und natürlich, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Es ist absolut kostenlos für mich, aber sehr viel Freude. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.